Liebe Passantinnen, liebe Passanten, Mitbürger und Mitbürger von Dorf Bochum. Wir protestieren ja heute gegen das Prinzip der Leiharbeit. Dafür stehen wir vor einer Leiharbeitsfirma, in diesem Fall Jobs in Time, weil wir nicht einsehen, dass Firmen Deppel daran verdienen, dass wir arbeiten und uns dazu zwingen, teilweise Hartz IV aufstocken zu müssen, obwohl wir in fester Anstellung sind. Leiharbeit ist kein Sprungbrett in ein normales Beschäftigungsverhältnis. Jobs in Time behauptet, die Leiharfirmen würden Zeitarbeitskräfte ausleihen, um diese für etwaige Festanstellungen zu testen. Das ist gelogen. Bundesweit werden weniger als 5% der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter irgendwann ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Im Gegenteil, in Krisenzeiten oder wenn die Branche nicht läuft, werden diese einfach entlassen und werden überhaupt erst wieder eingestellt, wenn es der Branche besser geht. Der Trend geht dahin, Teile der Stammbelegschaften ganz durch Leiharbeitskräfte zu ersetzen. Den Leiharbeitskräften wird keine Möglichkeit geboten, ihr Leben sicher und auf Dauer zu planen. Sie leben in ständiger Unsicherheit. Die Märkte verlangen Flexibilität von Unternehmen, die letztlich die Flexibilität der Arbeiterinnen und Arbeiter sein soll. Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern wird die Möglichkeit genommen, sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen und andere Dinge zu wehren. So dürfen Leiharbeitskräfte sich nicht in den Betriebsräten der Leiharfirma organisieren und wer aufmuckt, wird ganz schnell entlassen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden immer mehr noch als in regulären Beschäftigungsverhältnissen zu bloßen Befehlsempfängern, die sich nicht zu beschweren haben, wenn sie schlecht behandelt werden oder Missständen ausgesetzt sind. Das Motto der Leiharbeit, immer schön flexibel bleiben, nein, das sehen wir gar nicht ein. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat viele Seiten und ist noch nicht vorbei. Vor allem wir Jugendlichen haben mit den Auswirkungen zu kämpfen, die Rettungsschirme und die Milliardengeschenke an die Bankenkonzerne gekostet haben. Sie kosteten derartige Steuersummen, die sich vor allem bei uns, sowie bei Frauen und Migranten durch Kürzungen im sozialen Bildungswesen wiederholen. Doch auch in der freien Wirtschaft ist nichts mit Freude schöner Wetterpumpen. Nicht nur, dass Millionen Erwerbslose aus den Arbeitsprozessen ausgeschlossen werden, Hunderttausende müssen zusätzlich mit Hartz IV aufstocken, um über die Runden zu kommen. Für alle anderen bleibt Leiharbeit oder noch schlimmer die Zwangsmaßnahmen der sogenannten 1-Euro-Jobs. Wurden zwischen Juni 2008 und Juni 2009, also im Krisenjahr, fast 40% aller Leiharbeiterinnen entlassen, hatten sie seit 2009 über 20% aller neu abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse aus. Bei den unter 35-jährigen Arbeitenden sind heute 28%, also fast ein Drittel, in Leiharbeit beschäftigt. So sieht das Wirtschaftswunder des deutschen Kapitalismus aus. Leiharbeiterinnen haben keine Planungssicherheit, weniger Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb, sind einem enormen Druck ausgesetzt, oft auch durch die Kolleginnen und Kollegen, die sie als eine harte Konkurrenz wahrnehmen und sind jederzeit kündbar. Sie werden dafür beim Schnitt 23% schlechter bezahlt als ihre Kolleginnen und Kollegen. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sind mehrfach ausgebeutet. Von der Leiharbeitsfirma und von der eigentlichen Auftragsfirma. Sie haben schlechtere Tarifverträge und werden als Lohnrücker benutzt. Wir müssen dem Trend der Leiharbeit bessere Arbeitsbedingungen, Ausbildung und Übernahme der lernten Berufe entgegensetzen. Arbeitszeitverkürzung und das bei vollem Lohnausgleich ist das gemeinsame Interesse mit den regulär beschäftigten Kolleginnen und Erwerbslosen. Nur wenn die notwendige Arbeit auf alle Schultern verteilt wird, können wir die Erwerbslosigkeit erfolgreich bekämpfen. Sonst sind die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter spätestens in der nächsten Krise weg vom Fenster. Bis dahin schwächen sie die Betriebsräte und Tarifverträge, da sie von ihnen nicht oder nur bedingt vertreten werden. Die Folge ist eine weitere Spaltung der Belegschaften. Besonders zynisch ist es dann, wenn Leiharbeitsfirmen wie Just in Time vor einer Filiale, der wir gerade stehen, nicht viel mehr als lügen, wenn sie sagen, immer schön flexibel bleiben mit einer Festanstellung und Zeitarbeit. Aber eine Festanstellung ist etwas anderes. Und wir wollen auch nicht flexibel bleiben. Wir wollen Sicherheit, Geld und Freizeit. Und wenn das mit deren Profitstreben nicht vereinbar ist, dann werden wir halt kämpfen. Wir stehen heute hier, um gegen Leiharbeit in allen Formen zu protestieren. Der Kampf muss gegen die deutschen Konzerne und Zusammenschlüsse mit dem Bund der Arbeitgeber und dem Bund der Industrie gerichtet sein. Denn sie verdienen an der doppelten Ausbeutung, an der Lohndrückerei und am Demokratieabbau. Alle Bundesregierungen der letzten Jahre haben durch die Hartz-Gesetzgebung und die
Arbeitsmarktes zur Schaffung des Niedriglohnsektors beigetragen. Wir dagegen fordern Solidarität mit allen Leiharbeiterinnen und ihren Kämpfen, die auch erfolgreich sein können, wie das Uniklinikum Essen gezeigt hat und der Kampf der Kolleginnen und Kollegen bei Schlecker weiterhin führt. Sofortiger Mindestlohn von mindestens 10 Euro. Wir wollen allerdings trotzdem ein sofortiges Verbot der Leiharbeit. Eine allgemeine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist eine Möglichkeit, der Erwerbslosigkeit entgegenzutreten. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Weder Migranten noch Frauen noch Leiharbeiterinnen dürfen als Lohnrücker missbraucht werden. Die Jugendlichen brauchen ein Recht auf einen Ausbildungsplatz unserer Wahl. Danach brauchen wir eine Übernahme im erlernten Beruf. Nur so ist Arbeit für uns eine sinnvolle Gestaltung. Wir brauchen ebenfalls, um unsere Mitdemokratie und Mitbestimmungsrechte durchzusetzen, ein volles und umfassendes Streikrecht. Auch dafür stehen wir hier heute. Das ist mein Kreislauf.